Hallöchen, ihr Urlauber und Dr. Panda-Fans. So wie ich einer bin übrigens. Jedenfalls willkommen bei Pandido Gaming mit mir, dem Otto, und unserer App Dr. Pandas Flughafen. So, wir haben jetzt schon so gut wie alles gemacht, glaube ich, auf dem Flughafengelände. Außer hier das Flughafen, den Flughafen, also den Abschluss sozusagen, ne? Das Einchecken und so. Okay, wow. Okay, jetzt wollen wir aber erstmal unser Panda-Mobil hier putzen, wie es aussieht. Oh ja, das ist da noch ein bisschen dreckig vom letzten Überseeflug. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Saubermachroboter? Den hätte ich auch gerne, Freunde. Den hätte ich auch gerne. Oh, schau mal, geil. Links, rechts. Und den Arm lässt sich auch bewegen. Also, wenn das nicht praktisch ist, warum hat das nicht jeder Flughafen, Freunde? Hm? Gehen wir ein Stück nach vorne hier, um das Näschen zu putzen. Ah, Mensch, wie cool das Flugzeug aussieht. Das ist ja so hübsch gestaltet, finde ich. Komm schon. Ja, hier unten die Düse. So, die Flügel. Achso, wir müssen weiter. Den Flügel putzen, 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 putzen. Was für ein toller Roboter. Das werde ich mal empfehlen an die Flughäfen. Sollen sie sich doch mal ein Beispiel dran nehmen. Oh, wie es blinkt und blitzt, Leute. Wow, was? Oh, ah, cool, was ist denn hier? Luftpumpen. Ich könnte auch mit dem Mund aufpusten, ist ja auch kein Problem. Ich puste auch Luftmatratzen mit dem Mund auf beim Zelten. Aber gut, vielleicht ist so ein Flugzeuggreifen. Hey, bam! High five, boys! Oder High four. High four ist bei ihm. High four, kids! Wie geht das? So, ja. High four! Ja, Panda, bam. Okay, was wollte ich sagen? Ich glaube, ich wollte nichts sagen. Vielleicht soll ich einfach mal die Klappe halten. Nein, das kann ich nicht, Leute. Das kann ich nicht. Weiter geht's. Hey, stopp. Hier war ich noch nicht fertig. Wow, da kommt Panda mit dem Gepäck angedüst. Lass uns mal Gepäck einladen oder verladen. Das ist ja das, was wir eben abgegeben haben. Oder, also eben, im letzten Part meine ich abgegeben haben. Hier, das werden... Eine Hacke, jawohl. Und das werden wir jetzt. Oh, cool. Ich liebe es, rumzufahren mit irgendwelchen Dingen. Fahren ist das. Fahren, fliegen. Das ist das Tollste in Spielen, was es für mich gibt. Mit irgendetwas rumzufahren. Wie bei Panda Postbote mit dem Fahrrad und so. Dem Bus. Also herrlich. Ich liebe rumfahren. Und fliegen fast noch mehr. Okay, so. Lass uns mal Gepäck. Wo? Ah ja, hier, genau. Hier ist der Gepäckraum. So, jetzt drauf. Jawohl. Jetzt machen wir eine kleine Lücke. So. Hoppa. Oh, hier. Oh, ups. Okay, das war zu weit. Aber wir können ihn so... Ja, das macht Spaß. So ein Bogendampfer. Cool. Okay. Ich habe mich früher... Ich bin ja öfter schon geflogen in Urlaub. Und ich habe mich früher immer gefragt, also ich habe mir früher immer vorgestellt, wie es wohl wäre, in diesem Gepäckraum damit zu reisen. So unterm Flugzeug, also das war immer, High Four! Das war immer eine witzige Vorstellung für mich, in diesem dunklen, so abgeschlossenen Gepäckraum mitzufliegen. Aber ja, ich bin es leider nie. Nee, ich bin es nie. Ich bin immer regulär gereist. Oh, wir kriegen einen neuen Aufkleber. Okay, ich weiß zwar nicht genau warum. Batsch. Vielleicht, weil wir jemanden, weiß nicht, weil wir das Flugzeug klar gemacht haben oder so. Ich weiß es nicht. So, hier kommt er wieder. Nee. Was, wenn ich jetzt hier draufklicke? Ist das jetzt nochmal Gepäck? Nee. Oh, was ist denn das? Hier kommen die ganzen Flugzeuge an. Hä, wie? Was? Was ist das? Okay. Hubschrauber, du musst hier hin. Was ist denn mit dir? Was muss ich denn hier machen? Ach so. Du musst hier auf die Landebahn. Und du musst hier auf die Landebahn. Ja, okay. Ich muss die hier koordinieren. Achso, und du bist gelb. Oh, guck mal, hier können wir das wieder machen. Dass die hier lang fliegen, wie wir das gerne möchten. Oh, das ist so witzig. Das ist so witzig. Du, ja, komm mal her, du bist auch rot. Lalala. So, jetzt gucken wir mal zu. Das ist so witzig. Das ist gleich wie mit dem Labyrinth, Gepäcklabyrinth.
Ich finde das so genial, wenn die hier einfach unseren Weg abfliegen, oder? Mal gucken, ob die sich treffen irgendwie in der Luft. Und was dann passiert. Gucken, ob die sich irgendwo crashen. Die gehen ja ein paar Striche übereinander, aber ob die da zur gleichen Zeit lang kommen. Oh, jetzt. Oh. Nein. Oh. Oh, okay, aber sie crashen sich nicht. Alles gut gegangen, Freunde. Jo, den haben wir abgeschickt. Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Hier, du bist hier direkt richtig. Abflug. Oh, da kommt noch einer. Noch einer. Was ist los? Viele Flugzeuge hier. Noch einer. Alle rot. Noch ein roter. Was geht los? Was geht ab? Und ein gelber zur Abwechslung mal. Zack. Okay, wir sind auf jeden Fall die Lotsen. Was ist das denn hier? Oh, da kommt ein Helikopter. Du bitte schön auf deinen Landeplatz. Ein gelber. Wo ist gelb? Hier unten. So. Okay, Helikopter abgeliefert und das wird der letzte sein, wie es aussieht. Er wird in die Luft katapultiert. Bam! Panda freut sich. High four! Cool, Panda, danke. So, ich glaube, ich fürchte, dass das jetzt alles war, was wir machen konnten. Ich denke schon, dass wir jetzt alles angeklickt haben. Das war das, das war gerade das. So, wir werden immer wieder hier hingeführt zum Departure. Yeah. Wir können ja hier nochmal draufklicken, aber das ist nur mit dem Bobby-Car, die abliefern an die Gates. Glaube ich. Jawohl. Okay, gut, dann komm, machen wir das nochmal fix. Wo bist du hin? V? Was ist denn V? R? Wie, ach so, jetzt haben die Buchstaben. Letztes Mal hatten die noch Zahlen. Vielleicht ist das jetzt tatsächlich was anderes. Und weg mit dir. Vielleicht ist das jetzt was anderes. Warum haben die jetzt Buchstaben, keine Zahlen mehr? Das ist ja höchst wunderlich. Wow, wow, wow. Mensch, dieses Auto geht ab, sage ich euch. X. Wow, X ist ganz hinten. R, S, T, U, V, W, X. V, W, X. Oh, oh, oh. Mein Gott, ist die Karre schnell, Leute. Ich sag euch das. Man kann ja gar nicht rechtzeitig anhalten. Und. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Bitte aufsteigen, T. R, S, T. Und weg mit dir. Ab in den Urlaub. Mach's gut. Yeah, sie freuen sich. Freu, Urlaub. Oh, ich hätte auch gerne Urlaub. Ich möchte auch in den Strand. Vielleicht fliege ich mit der Panda Airline. Richtung Strand. So. Okay, nee, jetzt geht's immer nur wieder weiter. Immer das Gleiche. Freunde, ich glaube, wir haben alles geschafft. Was es gibt... Oh, was ist das denn? Ah! Achso, das ist mein Koffer. Ja gut, nee. So, Freunde, ich glaube, wir haben alles geschafft, was es gibt. Dann war's das mit Dr. Pandas Flughafen. Ich hoffe, die App hat euch ebenso sehr gefallen wie mir. Wenn dem so ist, dann sagt mir das doch im Kommentar. Sagt mir euer Lieblings-Panda-Spiel. Vielleicht spiele ich es dann, oder ziemlich sicher sogar spiele ich es dann, wenn ihr es mir verratet. Lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, erzählt und teilt ihn mit euren Freunden, das wäre klasse. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten App, im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste, danke fürs Zuschauen, macht's gut, Freunde, und ciao.